Ja moin, herzlich willkommen bei Gante Gaming. Ich bin Gante und da ist Jochen und es ist Donnerstagabend, diese Woche sogar Himmelfahrt und Feiertag. Normalerweise fahre ich donnerstags ja die GTRP Cup Series, aber weil heute Feiertag ist, gibt es da ein kleines Spezialevent und zwar nicht im Audi TT Gruppe 4, sondern das Himmelfahrtskommando der Superformula, Toyota oder Honda ist egal. Alle Faktoren, das heißt Reifen, Sprit und Überholmultiplikator, stehen auf Stufe 2 und wir fahren nicht wie üblich die Runde eine Stunde, sondern 2x30 Minuten. Die ersten 30 Minuten dann in Spa, ganz normal mit dem Qualifying. Und das zweite Rennen findet dann statt in Suzuka in umgekehrter Startreihenfolge. Das verspricht ein bisschen Action. Ist auch jetzt hier auch, glaube ich, alles nicht so bierernst zu nehmen heute Abend. Ich habe auf jeden Fall Bock. Das Auto ganz schön schnell für Racing. Schon echt heftig, vor allem mit der Dirty Air. Also Abflüge sind wahrscheinlich vorprogrammiert. Der Schaden steht sogar auf schwer. Könnte spannend werden. Normalerweise sollten die Rennen ohne Boxenstopps zu absolvieren sein. Aber das gucken wir uns gleich alles auf der Strecke an. So, und da sind wir. Das Rennen geht los. Stehender Start hatte ich übrigens gar nicht erwähnt. Und Fahrhilfen sind auch verboten. Also ohne Traktionskontrolle mit dem Ding hier wegzukommen, ist gar nicht so einfach. Wir haben Dienstagabend hier schon mal ein bisschen getestet. Ja, da gab es schon mal den einen oder anderen Dreher. Also nicht so viel Gas geben. Im ersten Gang starte ich trotzdem. Und erstaunlicherweise konnte ich das Auto hier auf die Power-Position stellen. Der Start hat schon mal unfallfrei geklappt, denn wie in diesem Falle mit kalten oder in den Videos während der Begrüßung mit dreckigen Reifen ist das ohne Traktionskontrolle gar nicht mal so einfach mit dem Auto hier aus dem Stand wegzukommen. Gemeinsam leicht ein mitgegeben am Ausgang der ersten Kurve, dennoch Führung behauptet und jetzt erstmal versuchen hier eine kleine Lücke aufzureißen. Beim Start gab es aber auch noch andere Dinge zu beobachten. Erstmal aus der Sicht vom Hellraiser. Der kommt gut weg und geht gleich auf die Innenbahn. Allerdings vor der ersten Kurve beim Anbremsen staucht sich das Feld dann so ein bisschen zusammen und es gibt so einen kleinen Domino-Effekt. Drei Autos gegeneinander. Hayabusa ist der, der da am weitesten rausgeschoben wird und von Platz 3 auf Platz 6 zurückgeweicht wird. Jetzt springen wir hier mal an Bord von Frankie zu zweit Richtung Rouge. Jackie X kriegt Albträume. Und ja, aber die beiden schaffen das. Und hier denkt man, ja, wer hat hier die Nase vorn? Ja, da kommt der dritte im Bunde, ist nämlich der Skywinger, der sich hier an den beiden vorbeischieben kann auf der Camel's Grade. Für Frankie gibt es da auch erstmal keine Chance mehr zu kontern und so sortiert er sich dann mit dem Hayabusa hinterm Skywinger ein. Aber einen Start haben wir noch hier aus der Sicht vom Caveman Mendoza. Der kommt ebenfalls ganz gut weg, kann nach vorne gut aufholen, aber man sieht schon, wie das Feld sich auffächert. Da gibt es keine Lücke, wo man reinfahren kann, gefahrlos. Deswegen fahren hier alle super langsam durch die erste Kurve und VB ist dann derjenige, der das Gaspedal einen Zentimeter zu tief nach unten drückt mit kalten Reifen und sich da wegdreht. Das war also der erste, aber bestimmt nicht der letzte Verlust, den wir hier in dem Rennen zu beklagen haben. Alle anderen fahren jetzt erstmal schön geordnet durch die Eau Rouge. Danach folgt dann aber die lange Gerade, die Camel Straight, wo hier einige an Windschattenspielereien stattfinden werden. Und auch der Push-to-Pass-Button fügt da nochmal ein taktisches Element dazu. In diesem Fall ist es DVW, der sich am Speedy Old Man ansaugen und daneben gehen kann. Caveman Mendoza musste ein bisschen zurückstecken. Die beiden fahren auch noch zu zweit nebeneinander durch die Dreierkombination. Da tut sich keine weitere Lücke auf. Und so geht's dann hier in Richtung des nächsten Streckenabschnitts. Noch eine kleine Schubserei am Eingang der 180-Grad-Kurve, aber nichts Dramatisches. Und im Rückspiegel sieht man, der Don Alfredo hängt auch noch mit in der Gruppe. Am Ende der Langgeraden bin's dann ich, der sich hier auch noch kurz gegen Sabunim etwas verteidigen muss. Schon so ein bisschen Kampflinie durch die Dreierkombi hier. Da schiebt er mich auch noch mal leicht an. Der war doch etwas schneller als ich in dem Streckenabschnitt. Aber den ersten Platz, den durfte ich erstmal behalten. Kurz vor Ende der ersten Runde sind wir jetzt hier aber an Bord von Hayabusa, der Zeuge wird, wie sich Skywinger und Frankie in der letzten Schikane etwas behaken oder zu zweit nebeneinander reingehen. Da tut sich irgendwie eine Lücke auf, Hayabusa mittendurch und der Skywinger, der muss sich jetzt hier schon hart verteidigen, nutzt glaube ich auch auf dem Weg zur ersten Kurve seinen Überhol oder in dem Fall besser gesagt den Verteidigungsknopf und Hayabusa muss sich erstmal mit dem sechsten Platz zufrieden geben. Weiter hinten auf der Gegengeraden sind es dann Speedy Old Man, Caveman und Don Alfredo, die auf dem Weg zur Blanchiment sind. Dabei wird Caveman ein bisschen nach außen gedrückt, holt sich da vielleicht auch etwas schmutzige Reifen und ist dementsprechend spät dran. Auf dem Weg zur letzten Schikane, er läuft da fast auf DVW auf, muss ein bisschen ausweichen, fährt nochmal außen über die Abweiser. Also wenn die Reifen nicht schon dreckig waren, dann sind sie es auf jeden Fall jetzt. Und das Ergebnis sieht man beim Rausbeschleunigen, da wird einmal geguckt, was stärker ist, die Mauer oder der Frontflügel. Ebenfalls jetzt hier in der zweiten Runde auf der Camel Straight zeige ich gleich mal drei Manöver parallel. Das sind Hayabusa, Hellraiser und Don Alfredo, die um die Plätze 5, 3 und 9 kämpfen. Alle drei Manöver quasi identisch, deswegen zeitgleich zu beobachten.
Für Don Alfredo geht die Reise aber noch weiter. Am Ende der zweiten Runde Richtung Staffelo geht er hier an DVW vorbei. Der hat jetzt zwar noch Windschatten zur Gegengeraden, aber Speedy Old Man ist auch gut mit dran. Erstmal kann er sich da ansaugen und dann auch innen durchgehen Richtung Blanchiment. Ist er schon fast durch, aber DVW, der hält nochmal dagegen. Jetzt sieht es fast aus, als könnte er sich durchsetzen. Aber wenn man sich mal gefragt hat, wo der Bremspunkt für die letzte Schikane ist, dann muss man den Speedy Old Man fragen. Was für ein Bremspunkt, was für ein Manöver. Und vorbei auf Platz 9. Eine Runde später ist es dann der Hayabusa. Der war beim Start ja leicht nach außen gedrängt worden, hat ein paar Positionen verloren. Von 3 auf 7 ging es da, glaube ich, aber hier außenrum Blanchiment an Hay Racer vorbei. Und beim Zubremsen auf die letzte Schikane folgte auch kein Konter mehr. Hier im Rückspiegel sieht man aber tatsächlich noch, wie der Frankie sich in der letzten Schikane am Skywinger vorbeibremsen kann und Platz 6 übernimmt. Am Ende der vierten Runde kündigt sich hier aber die nächste Geschichte an. Wir befinden uns an Bord von Hellraiser und beobachten erstmal den Hayabusa, der weiter auf dem Vormarsch ist. Auf der Gegengeraden vorbei am Höhenmitei, unserem Rennleiter. Hellraiser auch weiterhin im Windschatten und Hayabusa kann das Manöver hier erstmal problemlos durchziehen. Da fragt man sich doch, ja, die Szene ist doch vorbei, warum bleibt denn die Kamera drauf? Naja, erstmal gehen hier alle gemütlich gemeinsam durch die letzte Schikane. Jetzt hat man schon kurz am unteren Bildrand gesehen, da taucht so ein orangener Frontflügel auf. Also erstmal Richtung La Source. Da sieht man jetzt den kleinen orangenen Frontflügel wieder und der gehört zum Frankie. Das sind also nicht nur die drei, die hier gegeneinander fahren, sondern da ist auch noch ein vierter mit dabei. Hier hört sich das fast so an, als hätte Hellraiser sich da mal kurz verschaltet, aber ist völlig egal. Richtung Orange geht da keiner dran vorbei und die lange Gerade kommt ja noch. Also erstmal ist vorne der Hörn mit Ei, der die Chance hat, gegen Hayabusa einen Konter zu setzen. Der fährt aber eine ganz brav Kampflinie und lässt den Hörn mit Ei nur die Außenbahn. Gleiches macht Hellraiser mit dem Frankie. Vorne schafft es Hermit eigentlich außen daneben zu gehen, aber Frankie geht außen durch. Und Hellraiser will kontern, geht links daneben und in dem Moment geht Frankie zurück auf die Ideallinie. Die beiden berühren sich und Hellraiser geht ab in den Kies. Die Schuldfrage mussten die beiden untereinander klären. Ich denke mal, das haben sie inzwischen auch gemacht. Danach kehrt erstmal so ein bisschen Ruhe ein. Und bis auf die üblichen Kennis-Straight-Manöver ist nicht viel los. Den Anfang macht hier VB vorbei an DVW. Danach folgt Frankie vorbei am Hörn mit Ei, wenn auch mit ein bisschen mehr Gegenwehr und leichten Berührungen hier durch die Kurven zu zweit nebeneinander. Aber im Endeffekt kann Frankie sich durchsetzen. In Runde 8 ist es dann der Skywinger, der ebenfalls am Hörn mit Ei sich vorbeisaugen kann. Danach folgt hier dann so ein sauberer Schnitt, dass man gar nicht merkt, dass wir plötzlich in Runde 11 sind, wo Hörn mit Ei sich die Position vom Skywinger wieder zurückholt. Allerdings in Runde 12, also nur eine Runde später, muss das Hermit Eye die Position an den Skywinger wieder zurückgeben. Also die beiden haben sich das hier in der Phase mal richtig besorgt. Und für die nächste Szene muss ich jetzt mal ein bisschen länger ausholen, denn es geht in Runde 13 und das Rennen nähert sich so langsam dem Ende. Wir befinden uns an Bord von Sabumnin, der mir ganz schön eng am Hintern klebt. Das ganze Rennen über konnte ich die Führung einigermaßen souverän behaupten, immer so mit 1-2 Sekunden Vorsprung. Allerdings musste ich mir das erkaufen durch den exzessiven Einsatz des Überholknopfes, weil der Sabumnin im zweiten Sektor doch schon deutlich schneller war als ich. So langsam ist meine Energie dann auch mal aufgebraucht und ich kann jetzt hier nur noch ein bisschen versuchen, die innere Bahn zuzumachen. Bei Sabumnin ist allerdings auch nicht mehr viel im Tank, doch der Windschatten, der reicht schon für ihn, um hier die Führung zu übernehmen. In den nächsten Kurven hier, Lecorm vor allem, da war er das ganze Rennen über schon schneller als ich. Wie gesagt, da konnte ich auch keinen Konter mehr setzen. Und ebenfalls in der 13. Runde sieht man jetzt in der oberen Bildschirmhälfte den wohl spektakulärsten Dreher des Rennens. Ich will da auch keinen Namen nennen. Don Alfredo jedenfalls direkt dahinter und kann da dran vorbeigehen. Und ich hatte es am Anfang schon beim Start gesagt, ey, sind die Reifen einmal dreckig, du kommst mit dem Ding hier nicht mehr vom Fleck. Und wie jetzt Hellraiser ich noch in letzter Sekunde dran vorbei. Und irgendwann findet der Red Bull auch wieder seinen Weg in die richtige Richtung. Und nach der ganzen Action gibt es jetzt hier erstmal 2 Minuten zum Durchatmen und zwar aus der Sicht vom Skywinger. Man fragt sich, hä, was denn, wieso? Da ist doch gar keiner links und rechts weit und breit. Aber unser selbsternannter Jammerlappen vom Dienst, der fährt hier tatsächlich die schnellste Rennrunde. Man höre und staune.
Also, saubere Leistung, würde ich sagen. Der hat uns der Skyringer das mal allen gezeigt. Natürlich auch so ein Vierteltank des Überholvorrats durchgeballert. Aber was soll's, das gehört dazu. Und am Ende steht dann da eine 1,55,947. Und für die letzte Runde, denn man sieht unten rechts, der Timer tickert langsam runter, springe ich nochmal in mein Auto. Rechts oben ist die Perspektive von Hayabusa. Ich bin an Sabunden noch einigermaßen dran geblieben, hat mir auch noch etwas Energie aufgehoben, um hier einen finalen Angriff zu starten. Der Tank ist fast leer, aber ich kann mich gerade so in den Windschatten hechten. Also, ansaugen über die Kenny Straight. Hayabusa ist mit seinem Superformula oben rechts auch ordentlich am Boosten. Und ich komme zwar gerade so daneben, aber nicht dran vorbei. Durch Lecombe zu zweit nebeneinander, sowas kostet auch immer Zeit. Sabunum hat letztendlich die Nase vorn. Hier geschlagen und Hayabusa ist da. Der geht hier gleich zwischen meinen Idee und Brüssel an mir auch noch vorbei. Ich habe ein bisschen Schwung verloren durch den Zweikampf vorher. Für mich heißt es aber weiter dranbleiben. Eine lange Gerade und den entsprechenden Windschatten gibt es ja noch. Der Streckenabschnitt hier gehört aber schon das ganze Rennen über nicht so unbedingt zu meinen Stärken. Und in der Dirty Air ist es nochmal ungleich schwieriger. Jetzt hier im Pohor kriegt Hayabusa das auch zu spüren. Der ist in der Kurvenhälfte außen da schon ziemlich weit auf dem Körper. Ein bisschen Energie habe ich noch für die letzte Gegengerade. Hier aber spät auf der Bremse und die beiden da vorne, die drohen mir echt zu entwischen. Dann sollte ich natürlich auch irgendwie dicht dran sein. Und durch den Knopf drücken noch eine Klick. Verdammte Scheiße. Ja, Energie war eben nicht mehr viel da, genauso wie bei uns allen. Das reicht nicht mehr. Hayabusa aufgehen. Die beiden geben sich das aber noch mal auf den Weg, mir setze ich die Karte. Und tatsächlich kann ich mich durch die Kämpferei da irgendwie auch noch ranbremsen. Ich habe kurz die Hoffnung, da innen mit durchgehen zu können, aber beim Rausbeschleunigen hat Sabunden dann die Nase vorne. Was für ein Finish. Oh, Glückwunsch, Haya und Sabu. Aber innerhalb von 14 ist das nicht schlecht nach einer halben Stunde. Aber Hayabusa mit einer Mods Recovery, ich glaube, der war zwischendurch mal irgendwie auf Platz 6 oder 7 oder so nach dem Start. Er war schon Respekt, der ist echt schon schnell. Also, zweite Meldung gleich zum zweiten Rennen in Suzuka in umgekehrter Startreihenfolge. Und wenn ihr genau dieses zweite Rennen unseres Himmelfahrtskommandos noch sehen wollt, seid ihr nur einen Klick davon entfernt, denn ich blende da mal rechts unten das entsprechende Kärtchen ein. Ansonsten wie immer, bleibt freundlich, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.